Ja, lieber Herr Präsident, Sie haben schon viel mitgemacht, schon viel erlebt, auch schon einmal eine Heimweltmeisterschaft in St. Anton. Kann ich aber dennoch davon ausgehen, dass es auch für Sie eine besondere Saison ist? Also eine besondere Saison, die Steirer sind besondere Leute, die schlagen mir noch ganz besondere Leute, aber sonst... Wie haben Sie es jetzt gemeint? Die Schladminger sind ganz besondere Leute, also das will ich nicht weiter kommentieren, aber jetzt sind 100 Tage, ein bisschen mehr, zu wem alles läuft. Mein Bürgermeister ist großer Frieden, er zieht dann den gleichen Strom wie wir, also ich glaube, das wird ein super WM. Also. Aber es ist halt so, wenn der Bär erlegt ist und die WM, der alte Sport und der Bär, der erlegt, dann will jeder das meiste haben. Ne? Das ist bei jeder WM so gewesen, jeder will das größte Stück von den Bären haben und dann wird gestritten. Und irgendwann kommt man halt dann drauf, das nutzt nichts, weil wenn man es miteinander nicht gut macht, macht keiner was und jetzt läuft es. Also über diese Unstimmigkeit wollen wir gar nicht mehr reden. Wie schaut es denn aus mit den Vorbereitungen? Könnte man jetzt rein theoretisch auch schon morgen beginnen? Wir haben leider keinen Schnee, sonst schon. Okay, also gut. Wenn wir den Schnee hätten, was kann man denn erwarten von dieser Weltmeisterschaft? Unter welchem Motto soll die stehen? Na, wir wollten oder haben vor, die Beste in der Geschichte zu machen. Das ist das Ziel. Da braucht es natürlich viel dazu, die Vorbereitung. Also da ist Land Steiermark, hat sehr viel investiert, sehr viel Infrastruktur ist super. Die Politiker kriegen von uns ein großes Lob, weil wirklich was da gemacht worden ist für die WM, das ist also sensationell. Das in einer Zeit, wo natürlich das Geld nicht so leicht zu holen war. Es ist also alles da, was man braucht. Wir können Österreich ganz toll herzeigen. Es wird ein Vorzeigewend werden. Wie gut wir fahren, das wissen wir nicht. Da muss man den Bub fragen, nicht? Der weiß das besser. Aber ich bin informiert, dass sie sehr gut benutzen, die Mannschaft. Aber das kannst du nie planen im Sport. Aber die Organisation kann man planen. Und ich glaube, das läuft. Über die sportlichen Erwartungen können wir gleich vielleicht plaudern und zunächst einmal.